Wir sind in Lausebenge im Kreuzberg im Gräfekiez, genauer gesagt. Das ist Tim Gräsing, der Biersommelier in unserem Team. Ich bin Janosch. Wir haben vor 8 Monaten aufgemacht. Jetzt ist Mitte März und wir befinden uns komplett in der Krise. Angela Merkel hat am Sonntag gesagt, glaube ich, war es, dass wir zumachen müssen. Wir haben schon eine Woche vorher geschlossen. Da gab es die Anordnung, dass wir nur bis 18 Uhr aufmachen dürfen. Das hat für uns schon keinen Sinn gemacht, weil unser Hauptgeschäft ab 18 Uhr anfängt. Wir waren am Anfang eigentlich sehr positiv, dass wir weil es wurde im Fernsehen ganz oft gesagt, es wird unproblematisch, Hilfspakete, Hilfskredite, Hilfen zur Verfügung gestellt. Die werden erst aktiviert oder die kann man erst beantragen, wenn man 3 Jahre am Markt ist, das sagt die IBB. Ein KfW-Förderungskredit bekommt man über die Hausbank genauso schwierig, wie man ihn vorher bekommen hat. Kurzarbeitergeld ist alles schön und gut, kriegen wir wahrscheinlich auch, aber wir müssen es vorstrecken. Wie sollen wir es vorstrecken, wenn wir aus Januar, Februar kommen? Zum Thema Betriebsausfall ist es so, dass die meisten Versicherungen, die man in der Gastronomie abschließt, eben diesen Betriebsausfall beinhalten und die Police einfach gecheckt werden muss darauf. Das heißt, unser Tipp wäre, ruft den Makler an, der euch ja eh betreut und da habt ihr wahrscheinlich auch einen kürzeren Draht als zu jeder Behörde und fragt nach dieser Betriebsausfallversicherung. Also womit wir uns jetzt gerade beschäftigen, ist erstmal, wie können wir vielleicht kurzfristig noch Liquidität oder Umsätze herstellen, um die Mitarbeiter zahlen zu können. Und da muss man sehr dankbar sein, dass viele Partner aus dem Gastronomiebetrieb und Geschäft jetzt Initiativen gegründet haben, wo man Gutscheine erwerben kann für die Lieblingsläden in Berlin. An solchen Initiativen teilzunehmen, ist sehr sinnvoll, finde ich. Da sollte jeder Gastronom drüber nachdenken, weil er bestimmt bei sich in der Nähe irgendwas finden wird. Wir denken natürlich auch schon drüber nach, was passiert danach, wenn alles wieder so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Ändert sich ein Konsumverhalten der Leute? Muss man im Konzept was umstellen? Natürlich nutzen wir jetzt aber auch die Zeit, um nochmal generell über die letzten Monate nachzudenken und zu sagen, was ist am Konzept vielleicht noch verbesserungswürdig? Optimierung gehen immer, aber im Moment muss man erstmal gucken, dass man durch die Krise kommt. Also unser Appell an die Politik ist ganz klar, dass man sagen muss, dass die Sachen, die beschlossen wurden, in der Theorie gut sind, auch gut kommuniziert worden sind. Nur in der Praxis lässt sich das leider gerade für uns Gastronomen halt sehr schlecht an im Moment, weil die Kurzfristigkeit nicht gegeben ist. Wir können gerade die Liquidität nicht sichern, Kurzarbeitergeld hin und her, Kredite. Wir reden da von Zeitraum von 12 bis 16 Wochen. Und das sind halt Sachen, die gerade in der Gastronomie einfach nicht überbrückt werden können. Deswegen muss irgendwie etwas her, eine Lösung her, die uns schnelles Kapital zur Verfügung stellen kann, damit wir erstmal überhaupt jetzt die nächsten Wochen überbrücken können. Es geht grundsätzlich wirklich darum, man kann es ja auch rückwirkend, kann man ja auch dann die Leute belangen, aber es muss erstmal ganz schnell Geld zur Verfügung gestellt werden, innerhalb von Wochen, am besten vielleicht Tagen. Ein Problem ist ganz klar auch das föderalistische System, das uns gerade jetzt in dieser Krisenzeit bei Wirtschaftsförderung auf die Füße fällt, weil man halt dann auch mit Kollegen über die Landesgrenzen hinaus spricht, im Westdeutschland, in Bayern spricht. Und da sind teilweise erstens Formulare schon längst freigeschaltet, das heißt, die Anträge sind schon möglich. Deadlines und Stichtage werden nicht wirklich kommuniziert. Also wir wissen gar nicht, wann kommt denn jetzt dieses Formular, was wir wirklich brauchen, online. Heute habe ich gelesen, dass dann auch Server direkt überlastet sind, das kommt dann auch noch dazu, im digitalen Land Deutschland. Und deswegen wissen wir im Moment, also die Unsicherheit wird immer noch verschärft durch eben diese Geschichten, die man nicht einordnen kann. Wann kommt was und was kommt überhaupt?